Hallo meine liebe Jungfrau und herzlich willkommen zu eurer Junilegung. Ja, meine Lieben, wir schauen in die Karten, welche Botschaft rauskommt, kommt raus. Aber bitte bedenke, natürlich ist nicht jede Jungfrau in derselben Situation oder in derselben Energie. Deswegen nur, wenn du dich hier wirklich angesprochen fühlst, wenn du mit dieser Botschaft in Resonanz gehst, ist sie auch für dich bestimmt. Und allen andernfalls darfst du gerne alles einfach an dir vorbeiziehen lassen. So, liebe Jungfrauen, heute ist ein großer Tag, Jupiter in den Zwillingen. Ich freue mich so sehr auf diesen Transit. Das bedeutet für die Jungfrauen, weil Zwillinge-Energie unser zehntes Haus betont. Von Karriere, Berufung, Bestimmung, Ziele, ne? Die Ziele, die wir uns jetzt setzen, da hilft uns Jupiter ganz stark dabei, die auch durchzusetzen. Zwillinge ist genau wie wir, wie die Jungfrau, ein bewegliches Sternzeichen. Das heißt, rechne damit, dass viel Veränderung, viel Bewegung in dein Leben kommt, aber eben auch ganz viele Chancen zu wachsen und deine eigenen persönlichen Ziele zu erreichen. Deswegen, ich freue mich unglaublich auf diesen Transit. Interessant, meine Lieben, hier zeigt sich direkt deine Karte, der Eremit und das Ass der Stäbe. Neue Lebendigkeit, neue Ideen, neue Inspiration. Ne? Öffne deine Arme, sie kommen jetzt zu dir. Nimm deine Ideen ernst, nimm deine Träume ernst, deine Wünsche. Ne? So. Vielleicht geht es um Zielsetzung, vielleicht geht es darum, dass du gerade unglaublich viel Inspiration empfängst. Nimm die wahr. Ne? Also eigentlich muss man Jungfrauen nicht sagen, sie wahrzunehmen, sondern eher möglicherweise trau dich dann, es umzusetzen. Aber Jungfrauen erkennen ja schon Potenziale. Ne? So, das ist ja unsere Gabe, ne? Dass wir das Potenzial in vielen Dingen sehen. Und ich habe das Gefühl, hier kommen viele Dinge, neue Energien, neue Menschen, neue Situationen, die du wahrnimmst. Und du nimmst auch das Wachstumspotenzial, das Potenzial ne, von, keine Ahnung, neuer Vitalität, neuer Lebendigkeit wahr. Deswegen, liebe Jungfrau, ich will dich draußen lassen. Hier ist nochmal diese Energie von empfangen mit offenen Armen, embrace die Welt. Ne? So. Du schließt jetzt möglicherweise hier große Zyklen, ne? So, weil du was Neues gestaltest, weil eine neue Energie dich inspiriert, weil du eine neue Idee hast. Und du bist sehr offen und empfänglich, ne? Empfänglich sage ich, weil auch die Herrscherin hier liegt, ja, für sehr viel Inspiration. Lass die Inspiration zu dir kommen, liebe Jungfrau. Weil sie wird dir so sehr beim Wachsen helfen. Sie wird dir so sehr helfen, deine eigenen Ziele zu erreichen. Lass dich inspirieren. Wirklich. Setz dich hin in den Wald, öffne die Arme und lass alles zu dir kommen. Die Ideen, die Energien, die Menschen. I love it. Und Sakralchakra-Energie an der Unterseite des Decks jetzt. Ne, das ist auch Kreativität, Leidenschaft, Sexualität, Lebendigkeit. I love it. Okay. Vielleicht will dich auch eine neue Energie rausreißen aus einem Eremitendasein, ne? Und neues Leben, neue Lebendigkeit, neuen Spaß, neue Sexiness. Oh, wowski. Wir haben hier auch noch die Joy and Stability, meine Lieben. Also irgendwie habe ich das Gefühl, das Universum hat den Plan, dir Leben einzuhauchen, dir Inspiration einzuhauchen, dich mit ganz vielen Ideen zu versorgen. Ne? Das würde mir Freude bereiten. Da würde ich Stabilität finden. Vier Stäbe, Beziehung, Haus, whatever. Ne? So. Aber du solltest sehr darauf achten, was mit dir und deinem Körper passiert. Sakralchakra-Energie. Kann auch, wenn wir hier von Beziehungen und Partnerschaften sprechen, wirklich was total leidenschaftliches, sexy-mäßiges sein, ne? Wo in dir eine Explosion stattfindet, wo unglaublich, ja, ich nehm hier sehr starke sexy Energien wahr oder sehr, 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 sehr starke kreative Energien, für die du dich jetzt öffnen sollst. Für Inspiration. Öffne dich für Inspiration. Öffne dich für das Rad des Schicksals. I love it. Für deine eigene Entwicklung. Für Flow. Das sind schöne Energien, liebe Jungfrau. Das sind wirklich sehr schöne Energien.
So, ich hätte gerne eine Karte aus dem Floralis Lenormand für meine Jungfrauen zum Ast der Stäbe. Was für eine neue Idee, Energie, Person, Leidenschaft. Was kommt hier rein? Was für was ne, solche tollen Dinge in dir auslöst? Oh, der Ring. Interessant. Den Stern habe ich gerade auch noch gesehen. Und das Thema Sicherheit, ne, haben wir hier auch mit Stabilität. Okay, meine Lieben, der Ring. Kann ein Arbeit, ne? Ring sind Bindung, Vertrag, Ehen, Partnerschaften, aber der Stern ist Inspiration, Hoffnung, Wachstum, Heilung. Also das Universum verbindet dich mit etwas, was dauerhaft Teil deines Lebens sein soll. Also, was heißt dauerhaft? Ne? So nichts im Leben ist wirklich dauerhaft. Aber was steht denn zum Ring geschrieben? Weil beim Ring fällt mir gerade nur Partnerschaft ein. Oder eben Vertrag. Vertrag, Bindung, Ehe, Partnerschaft. Die Lenormand-Karte, der Ring symbolisiert langfristige Verbindungen, Bindungen, Verpflichtungen und Beziehungen. An einem Tag, an dem diese Karte erscheint, könnte es sein, dass du mit wichtigen Beziehungen und Verpflichtungen, also dich mit wichtigen Beziehungen und Verpflichtungen auseinandersetzen musst. Es könnte auch darauf hinweisen, dass eine langfristige Beziehung oder Partnerschaft eingegangen wird oder dass eine bestehende Beziehung sich weiterentwickelt. Im Bereich der Arbeit und Karriere kann diese Karte bedeuten, dass du wichtige Geschäftspartner oder Kollegen triffst, um langfristige Verträge oder Partnerschaften zu besprechen oder zu unterzeichnen. Es kann auch darauf hindeuten, dass du dich langfristigen beruflichen Zielen und Verpflichtungen widmen wirst. Ja, genau das, was ich euch gesagt habe, genau das macht Jupiter in Zwillinge für dich. Langfristige Zielsetzung und die Unterstützung, der Flow durch Inspiration, durch Begegnungen, durch Dinge, die, ne, die sich als Chancen präsentieren, als Hoffnung. Ne, die kommen jetzt in dein Leben und sie wollen genutzt werden, diese Chancen. Und der Stern ist auch wundervoll, ne? Der Stern ist Heilung, Hoffnung, Inspiration, Wünsche. Du wirst in der Lage sein, deine Träume und Ziele zu verwirklichen. Neue Möglichkeiten kannst du erkennen. Klarheit in deine Beziehungen oder du beginnst eine spirituelle Verbindung mit einem Partner. Also, I love it. Vielleicht bekommt auch die zündende Idee von, was ist mein Seelenweg? Ne? Wir Jungfrauen der Eremit, wir sind Guides, wir sind Führer, wir sind das dienende Sternzeichen. Wie kann ich dienen? Mir selbst, der Welt, anderen. Da kommt jetzt ein Haufen, wirklich. Ast der Stäbe, Sakralchakra, Joy and Stability und das Rad des Schicksals. Ein Haufen Inspiration rein, was deinen weiteren Lebensweg, was deinen Seelenplan, was deine Bestimmung angeht, liebe Jungfrau. Und zwar jetzt, heute. Heute tritt Jupiter in dieses Sternzeichen ein, ne? In die Zwillinge. So, liebes Universum, eine Botschaft hier für Juni, für meine Jungfrau. Die zwei Stäbe. Uiu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 i. Das waren aber viele Karten. Schauen wir mal. Zwei Stäbe. Ah ja. Sieben Stäbe, die Kraft, die sechs Schwerter und der Turm. Am Turm weiß ich, dass er als letztes rausgefallen ist, deswegen. Wow, der Herrscher. Interessant, liebe Jungfrau. Widderenergie, Löwe-Energie. Ich hätte gern eine Karte zu den sieben Stäben und zur Kraft. Okay, liebe Jungfrau, das ist schon krass. Das ist schon krass. Also das ist eine natürliche Entwicklung, die hier passiert. Nochmal das Rad des Schicksals.
Jupiter, ne? Jupiter spielt eine große Rolle. Ich sehe dich hier suchen. Zwei Stäbe, ne? So, wo will ich denn eigentlich hin? Wer ist der richtige Partner? Ich fühle mich irgendwie abgeschnitten, mir fehlt die Idee. Ne? So, ich sehe, du machst dir Gedanken, aber ich sehe, ne, bisher ist der Zugang verwehrt geblieben. Das ändert sich jetzt. Und zwar auf schicksalshafte Art und Weise. Das macht Jupiter. Es kommt in dein Leben die Löwe-Energie, die Inspiration, die Leidenschaft, die Kreativität, das Ass der Stäbe. Das passiert automatisch. Was nicht automatisch passiert, liebe Jungfrau, und das ist die Botschaft dieser Legung, ist, dass du mutig sein solltest. In dem Moment, in dem das passiert, in dem dir diese Person begegnet, dir dieses Jobangebot gemacht wird, dir diese Idee kommt, dass du dann in deine Kraft kommst, in die Löwe-Energie und sagst, hey, ich mach was draus. Ich mach was draus aus dieser Chance. Ich sehe hier eine Chance zu wachsen. Ich sehe hier eine Chance, erfolgreich zu werden, in meine Kraft zu kommen. Und ich gehe auch diesen Weg. Ne? So, sechs Schwerter, auch wenn es vielleicht ein radikaler Weg ist. Hier liegt auf jeden Fall Veränderung, weil Jupiter ist begleitet von Pluto in Wassermann. Das heißt, keine Ahnung, sowas wie plötzlich selbstständig oder du bist auf einer Reise, wir haben auch eine starke Reiseenergie, ne? So. Und da triffst du jemanden, der, ne, wo es Boom macht, wo du Bestätigung, Aufmerksamkeit bekommst. Ich will noch was zum Turm und zum Herrscher wissen. Aber ich bekomme hier zwei unterschiedliche Botschaften zum Turm und zum Herrscher. Ne? Zum einen kann der Herrscher eben jemand anderes sein, der sagt, hey, komm zu mir, das bedeutet zwar ein Umzug, das bedeutet zwar irgendeine radikale Veränderung, aber der hat ein Angebot, dich hier wirklich zu unterstützen. Das kann die Person sein, die, keine Ahnung, vielleicht sowas wie Fernbeziehung oder ne, dass du an einem bestimmten Ort reist, ne, so, und da jemanden triffst, der all diese Energie mitbringt. Weil hier sitzt er, ne, hier sitzt er in deiner Komfortzone. Hier bist du zu Hause, hier bist du irgendwo anders. Also, aber das, ne, du wirst diese Begegnung haben. Das regelt das Universum. Vielleicht im Urlaub, vielleicht, ne, so, vielleicht auf einer Reise. Vielleicht. Okay, wow, ja, okay, alles klar. Aber es hat auch was mit radikalen Veränderungen zu tun. Oh, und der Page der Schwerter. Skorpionenergie habe ich jetzt noch hier. Also ja, es meldet sich jemand bei dir. Ne? So, jemand schreibt dir, jemand macht dir ein Angebot, jemand inspiriert dich, du bekommst im Internet vielleicht irgendwas vorgeschlagen, machen sie diese Ausbildung, kommen sie hier hin, gehen sie diesen Weg, ne? I don't know. Aber das, was dir hier schicksalshaft begegnet, wird dein Leben komplett verändern. Wird dir vielleicht, ne, ist die Veränderung, auf die du gewartet hast, möglicherweise verschafft dir einen tiefen Zugang zu Inspiration, zu Ideen. Du darfst auf jeden Fall mit einer gewaltigen Veränderung rechnen, die reinkommt. Du solltest sehr offen und empfänglich sein, liebe Jungfrau, weil das nehme ich so ein bisschen wahr. So dieses, ah oh nee, das ist anders, als ich es mir vorgestellt habe. Oder, puh, das ist aber schon mutig. Soll ich da wirklich alleine hinfahren? Ich kriege hier das Jobangebot meines Lebens, aber das würde einen Umzug bedeuten. Oder ich lerne hier an einem anderen Ort so einen tollen Menschen kennen und alles ist genau so, wie ich es mir vorstelle. Aber eigentlich habe ich nicht Fernbeziehung auf dem Schirm gehabt. Also hier liegt etwas, du musst dein Bewusstsein verändern. Ne? So. Ich hätte jetzt gerne noch eine Karte zum Herrscher, weil der macht das Angebot. Ne, das sehe ich hier auch. Der macht das Angebot, das dein Leben verändern kann. Acht Stäbe, okay, er macht das Angebot. Das 10 Kelche, wirklich.
der löst was aus. Der löst diese Sakralchakra-Energie in dir aus. Da ist Kommunikation, was natürlich mit Jupiter in den Zwillingen eine große Rolle spielt. Es ist entweder jemand, der seine Ideen weitergibt. Es ist jemand, der dir sagt, wie toll er dich findet. Es ist, der Herrscher ist derjenige, der dich inspiriert, einen neuen Weg einzuschlagen. Einen neuen Weg Richtung Fülle, Richtung 10 Kelche. Und ich weiß nicht, warum es dich Mut kostet, was für eine Veränderung da gefragt ist, aber das einzige Problem, 7 Stäbe, ist, dass du sagst, nee, dieser Veränderung öffne ich nicht, obwohl es wirklich extrem schicksalshaft ist. Ne? So. Weil du brauchst hier entweder Mut oder, keine Ahnung, du brauchst diese Löwe-Energie, Selbstbewusstsein, Selbstvertrauen, um vielleicht den ersten Schritt in diese Richtung zu gehen, aber dann wirst du sehen, dass alles, ne, diese 8 Stäbe sind für mich immer, alles deutet auf eine Richtung. Ne? Alles, du bekommst eine Bestätigung, auch das ist die Energie. Wenn du die erste Hürde, den ersten Schritt überwindest, was das auch immer sein könnte, soll ich das wirklich machen? Ne? Hier liegen Entscheidungen. Soll ich das wirklich machen? Soll ich da wirklich hingehen? Soll ich da wirklich hinfahren? Soll ich mich wirklich mit dem treffen? In dem Moment, in dem du es tust, macht es Boom und dir wird klar, wo es hinführt, wie es weitergeht, meine liebe Jungfrau. Also schau dir alles genau an, was kommt. Du, das Universum mit 2x Rad des Schicksals sagt, jetzt hier im Juni kann die Transformation stattfinden, mit der du vielleicht nicht rechnest, die total unerwartet ist, weil jemand ganz unerwartet auf dich zukommt, das nehme ich auf jeden Fall wahr. Und diese Chance solltest du erkennen und dich einfach mal einlassen auf diese Reise, weil ich habe das Gefühl, es entwickelt sich extrem positiv weiter. Ne? Die 8, und schnell, 8 Stäbe, Rad des Schicksals, positiv. Okay, gut. Meine lieben Jungfrauen, so lasse ich das hier stehen. Unten in der Infobox findest du den Link zum weiterführenden Reading, wo ich auf all das hier nochmal drauf eingehen möchte. Definitiv noch, was ist das für eine Unterhaltung, für eine Inspiration, für eine Kommunikation, die reinkommt? Warum ist Mut von dir verlangt? Was ist dieser Turm und diese Transformationsenergie, die ich hier wahrnehme? Und dann lasse ich mich durch diese Botschaft genauso intuitiv durchtreiben, wie auch durch diese Legung. Wenn du dich hier angesprochen und abgeholt fühlst, ist es sehr wahrscheinlich, dass du das auch in der Zusatzlegung tun wirst, liebe Jungfrau. Genau, zusätzlich dazu findet ihr alle meine Zusatzvideos auch hier auf YouTube in meiner Kanalmitgliedschaft, nämlich mit der Membership Soul Family Gold. Da hast du Zugang zu jedem einzelnen Extended meiner YouTube-Videos und noch ein paar andere Vorteile. Wenn dich das interessiert, findest du alles, was du dazu wissen musst, unten in der Infobox. Und ich würde mich sehr freuen, liebe Jungfrau, dich bei uns begrüßen zu dürfen. Jungfrau Power. Genau, so. Für diejenigen unter euch, die sich das Zusatzvideo nicht anschauen. Ich sehe dich suchen, ne? Der Eremit, die 2 Stäbe, ich sehe dich suchen nach Inspiration, nach neuen Leuten, nach Ideen, nach Motivation und irgendetwas extrem Schicksalshaftes passiert hier. Ne? So, und es ist nicht, ehrlich gesagt sehe ich das nicht, dass du das anstoßt. Es kommt herein, ne? Rund um den Herrscher. Der erste Schritt kommt von jemand anderen. Die 8 Stäbe, der Page der Schwerter, jemand anderes eröffnet dir diese Energie. Jemand anderes ist diese Commitment, Verbindung, Vertragsenergie. Und ich sehe, dass da Mut erfordert ist. Keine Ahnung, was das für eine Veränderung ist, ne? Umzuziehen. Dich auf jemanden einzulassen, ein neues Beziehungsmodell zu wagen, einen völlig neuen Job zu machen, ne? So, etwas, was du nicht gelernt hast, sondern etwas, was du jetzt dann learning by doing neu lernen wirst, weil, ne, weil das deine Bestimmung ist. Ich habe es den Löwen auch schon gesagt. Liebe Jungfrau, sei sehr aufmerksam. Jupiter, der sich so stark in deiner Legung jetzt zeigt,
hat im Juni einen Plan mit dir, indem er dir eine neue Idee, eine neue Inspiration, eine neue Person oder ein neues Angebot macht. Und genau in diesem neuen Angebot, wo du nicht sagen sollst, nee, kommt nicht in Frage. Ne? Nee, kommt nicht in Frage, ohne dass man sich's vorher mal angeschaut hat, ist, ne, dann schneidest du dich von deiner eigenen Entwicklung ab. Schaust dir an. Geh, nimm diese Einladung an, schau dir diese Energie an, weil ich habe das Gefühl, selbst wenn du hier mit einer kritischen Jungfrau-Einstellung dahingehst und sagst, ich weiß ja nicht, ich kann es mir nicht so richtig vorstellen, wirst du vom Gegenteil überzeugt werden. Ne? So, boom, und plötzlich. Hier liegt eine absolut schnelle Veränderung. Plötzlich ist der Weg zu den 10 Kelchen klar und ja, lass es zu. Wirklich, nimm es an. Herrscher, Herrscherin kann definitiv auch die Liebe sein, Seelenpartner, Ast der Stäbe. Empfange dieses Ritter der Kelche. Empfange dieses liebevolle Angebot. Du gehst nicht den ersten Schritt. Es ist wichtig, dass du den zweiten gehst. Dass du sagst, okay, ich nehme an. Und das müssen Jungfrauen auch lernen. Ne? Wir Jungfrauen sind das dienende Sternzeichen. Manchmal müssen wir auch lernen, anzunehmen. Und das sehe ich hier. Der erste Schritt kommt von außen. Aber der zweite Schritt ist entscheidend. Gehst du mit? Machst du mit? Schaust es dir an? Lässt du, ne, Flow? Gehst du in den Flow? Setzt du dich in das Sechs-Schwerter-Bötchen und lässt dich einfach mal führen? Weil ich habe das Gefühl, dass hier etwas passiert, mit dem du nicht rechnest, was sofort. Acht Stäbe, 10 Kelche, Ast der Stäbe, was dein Gefühl, das du vielleicht hier bei den 7 Stäben hattest, sofort verändert. Und dann willst du dahin. Dann bist du nicht mehr aufzuhalten. Dann sagst du, okay, und jetzt aber alles. Und jetzt aber komplett. Ne? So. Also, liebe Jungfrau, sei aufmerksam. Und geh diesen Schritt, den zweiten. Den legen wir auch noch raus. Der Gehängte. Ja, und das, ja. Okay, das muss ich euch auch noch. Okay, wow. Meine Lieben. Königin der Schwerter. Hat es, ne, so. Betrachtet es rational aus einer Perspektive. Ne, das Angebot, das hier gemacht wird. Ast der Münzen, Ast der Stäbe. Aber in dem Moment, in dem du dich darauf einlässt, die Liebenden, dass du eine Entscheidung triffst, ja, okay, ich schaue es mir mal genauer an. Bekommst du hier Ast der Schwerter und der Narr. Wir haben eine ganz, ganz, ganz krasse Neuanfangsenergie. Und das ist genau die Veränderung. Es wird irgendein riesengroßer Neuanfang für dich sein. Wirst du auch erkennen, dass es die ganze, ne, also wirst du dieses laute Ja in dir fühlen zu diesem neuen Kapitel, zu diesem neuen Anfang. Wow. Und da, ne, Jupiter, deine Zwillingen. Der wird dir sehr viel Klarheit, sehr viel neue Perspektiven, sehr viel neue Entwicklungen schenken. Und es beginnt offensichtlich für dich bereits im Juni. Wir haben 3 Asse und den Narr. Okay, liebe Jungfrau, so lasse ich das hier stehen. Vielen lieben Dank. Vielleicht bis gleich. Ansonsten hoffentlich bis bald und einen wundervollen Juni für euch. Tschüss!